Schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich möchte Ihnen heute auf die Schnelle etwas erzählen über Special Care Units, also segregative Abteilungen für Menschen mit Demenz. Dazu gibt es ja inzwischen schon ziemlich viele Studien, aber was immer noch nicht so ganz klar ist, ist, wie und warum diese besonderen Abteilungen die erwünschten Wirkungen zeigen. Ja, meistens zeichnen sich solche besonderen Abteilungen aus durch ein bestimmtes Pflegekonzept, durch gezielte Schulungen für die Mitarbeitenden. Das geht meistens einher mit einer besonderen Architektur, einem besonderen Garten. Und insgesamt sucht man nach einer optimalen Passung zwischen dem, was das Milieu und die Mitarbeiter vorhalten und was die Bedürfnisse und Ressourcen der Klienten angeht. Ja, unklar ist aber genau, wie dieses Pflegekonzept und unter welchen Umständen dieses Pflegekonzept bestimmte Ergebnisse hat. Ja, hier geht es um insgesamt fünf Einrichtungen in Österreich, wobei zwei dieser Einrichtungen eben solche Special Care Units sind und drei eher konventionelle Einrichtungen, die bilden die Vergleichsgruppe. Und was man untersuchen möchte, ist, wie unter welchen Umständen ein besonderes Konzept für Menschen mit moderater Demenz und herausforderndem Verhalten das Befinden und das Verhalten von Menschen mit Demenz beeinflusst. Naja, und diese Wohngemeinschaften, die haben ein häusliches Milieu, da gibt es Schulungen für die Mitarbeitenden und Supervisionen, ein personenzentriertes Pflegekonzept, das sich an Pfeil orientiert und eine ganze Reihe nicht pharmakologischer Interventionen. Die Methode nutzt qualitative Daten aus Einzel- und Gruppeninterviews sowie Beobachtungen. Interviewt wurden dann ausgewählte Leitende und Pflegende. Okay, von den Daten her gibt es 16 sechsstündige Beobachtungseinheiten zu 49 Heimbewohnerinnen, die mit insgesamt 76 Mitarbeitern Kontakt hatten. Da hat man dann noch drei Fokusgruppeninterviews gehabt mit 17 beteiligten Pflegepersonen und 11 Einzelinterviews mit leitenden Pflegenden und Heimleitungen. Und die Ergebnisse werden unter drei Hauptrubriken vorgestellt und hinzu kommen noch sechs Kontextaspekte, die so beschreiben, wie sich insgesamt so die Situation auch verändert. Ja, die erste Hauptkategorie, das sind Interventionen für Pflegende. Dabei stellt sich heraus, dass eine unverzichtbare Basis Schulungen und Trainings für alle Teammitglieder sind. Also nicht nur für Einzelne, sondern für das gesamte Team. Das zweite, und das geht damit einher, sind gemeinsame Fallbesprechungen mit Lösungsorientierung, die dann auch immer wieder den Ausgangspunkt für gemeinsame Lernprozesse sind. Also anhand konkreter Fälle werden Lernprozesse ausgelöst, wo man sich dann auch wiederum mit abstrakten Dingen auseinandersetzt, die man dann wiederum auf den konkreten Fall anwendet. Und damit erweitert und verändert das Team beständig sein Wissen und seine Fähigkeiten. In diesem Projekt orientiert man sich an einem Validationstraining nach Pfeil und das gibt ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Sprache. Und insgesamt hat das zum Ergebnis, dass die Pflegenden sehr viel mehr Zeit mit den Bewohnern in gemeinsamen Aktivitäten und sozialen Situationen verbringen. Ja, diese gemeinsame Sprache und damit auch eine andere Praxis, die sich dabei herausbildet, die führt dann auch dazu, dass sich im Team so die Arbeitsweisen etwas aneinander angleichen, man also ein gewisses Grundverständnis dessen hat, was man hier tut und damit eine stabile und beständige Pflegekultur entsteht. Also ein positives, von einem gemeinsamen Arbeitsverständnis getragenes Arbeitsklima. Diese gemeinsamen Besprechungen geben natürlich auch jedem die Gelegenheit, sich einzubringen, Anerkennung zu finden, kreativ zu werden.
Das wiederum führt dazu, dass man sich gegenseitig mehr unterstützt, auch mehr aufeinander Acht gibt, ja. Und insgesamt hat das dann einen geringeren Personalwechsel mit dem Ergebnis, dass natürlich Wissen und Fertigkeiten, die sich im Team so entwickelt haben, auch erhalten bleiben. Also das scheint die wichtigste Intervention zu sein. Also um Schulungen und Fallbesprechungen herum entwickelt sich ein gemeinsames Arbeitsverständnis, eine gemeinsame Sprache, die einhergeht wiederum mit einer anderen Schwerpunktbildung in der Pflegepraxis. Und das wiederum führt dazu, dass auch die Mitarbeiter mehr auf sich achten und aufeinander Acht geben. Ja, das sind also alles Faktoren, die hier so ineinander wirken. Der zweite Hauptfaktor, den die nennen, neben Intervention für Pflegende, die zweite Hauptkategorie, sind räumliche und personelle Zusammenhänge. Darunter nennen die Autoren ein möglichst häusliches Umfeld, ja, das leicht und eher indirekt Orientierung vermittelt, das zum Aufenthalt im Freien einlädt, wo es verschiedene Räume für verschiedene Funktionen gibt, ne, wo sich die Bewohner frei und ohne Blockaden bewegen können, Nischen finden, Entdeckungen machen können. Hinzu kommt die Bedeutung eines geringen Geräuschpegels und eine eher unterstimulierende Umgebung, in der man dann aber gezielte Stimulationen durchführen bzw. anregen kann. Und das trägt insgesamt zu einer ruhigen, gelassenen Atmosphäre bei. Ne? Mitarbeiter legen den Schwerpunkt auf gemeinsames Zusammen- und gemeinsames Tätigsein, und integrieren dabei Pflege und Betreuung. Das betonen die Autoren sehr, dass das eine hohe Bedeutung hat. Ja, in den Einrichtungen der Kontrollgruppen, da gab es also ein wesentlich höheres Reizniveau und eine sehr viel deutlichere Trennung von Pflege und Betreuung. In diesen Special Care Units eben nicht. Die dritte Kategorie, die Sie nennen, das sind eben bewohnerbezogene Interventionen. Darunter nennen Sie Entspannung, Aktivität und soziale Interaktion. Und diese drei Dinge, die darf man nicht getrennt sehen, sondern die hängen eng miteinander zusammen. Also ein und dieselbe Aktivität kann für den einen entspannend und für den anderen anregend ausfallen. Und umgekehrt, verschiedene Interventionen können für alle beruhigend oder für alle anregend sein. Ja, Entspannung, um auf den ersten Aspekt zu kommen, wird in erster Linie wieder durch entspannte Mitarbeiter vermittelt. Also wenn die sich langsam bewegen und ruhig sprechen, dann hat das auch eine beruhigende Auswirkung auf die Gesamtdynamik der Bewohnerinnen. Ne? Und Entspannung ist dabei kein Gegensatz zur Aktivierung, eher umgekehrt. Passen die Aktivitäten und werden sie auf gelassene, ruhige Weise angeboten, dann tragen diese angemessenen Aktivitäten zu einer positiven sozialen Interaktion und damit eher zur Entspannung bei. Also diese drei Dinge, Entspannung, Aktivität, soziale Interaktion, die sind sehr eng miteinander verwoben. Aktivitäten für Einzelne und für die Gruppen, die werden geplant, die haben eine hohe Priorität. Und wenn man so miteinander unterwegs ist, dann wird natürlich mehr miteinander gesprochen, gescherzt, interagiert. Und das wiederum hat, wie gesagt, einen beruhigenden Effekt. Wichtig allerdings ist eine beständige Anpassung der Aktivitäten an die vorhandenen Ressourcen. Zum dritten Aspekt, die soziale Interaktion. Da sind oft die Klienten doch sehr auf die Impulse seitens der Mitarbeitenden angewiesen. Ne? Und durch diese Impulse lernen sich die Bewohner günstigenfalls einander kennen, halten sich oft an soziale Regeln, finden sich in Paaren und kleinen Gruppen zusammen, entwickeln auch Zuneigung. Also das sind insgesamt die drei Hauptkategorien. Ich wiederhole nochmal. Also Intervention für Pflegende bilden die Basis. Räumliche und personelle Zusammenhänge unterstützen das, geben dem Rahmen. Und bewohnerbezogene Interventionen bestehen eigentlich immer daraus, entspannend, aktivierend und sozial interagierend unterwegs zu sein, wobei diese drei Dinge eng miteinander verschachtelt sind. Ja, die Autoren nennen noch sechs Kontextaspekte für diesen Gesamtzusammenhang. Und
Da weisen Sie auf den ersten Faktor hin. Da haben wir auch schon öfters mal hier auf unserem Blog darüber berichtet, nämlich, dass die Klienten und die Heime sich verändern. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil viele Klienten eine doch sehr viel schwerere Demenz mit einer hohen psychiatrischen Komorbidität aufweisen. Also sogenannte Triple Care Patients, die sowohl somatisch, psychiatrisch wie palliativ unterwegs sind. Und das bedeutet mehr Einzelarbeit und macht soziale Interaktionen schwieriger, anspruchsvoller. Ja, das ist nur, ich sag mal, im sehr viel kleineren Format möglich. Der zweite Aspekt ist, dass Menschen mit Demenz eben oft ihr Verhalten unvorhersehbar und plötzlich verändern. Das heißt also, es ist nicht so leicht zu antizipieren, wie der andere denkt, was er fühlt, welche Absicht er hat, wohin es ihn treibt. Und das bedeutet, man braucht ein sehr flexibles Situationsmanagement. In meiner Sprache sage ich immer, man muss jederzeit bereit sein, auszukoppeln aus der eigenen Handlungsintention. Ja, der dritte Aspekt, je weniger die Klienten etwas über sich sagen können, desto mehr kommt die Zusammenarbeit mit den Angehörigen in den Blick, die dann als Fürsprecher, dann doch sehr, sehr wichtig werden. Der vierte Aspekt ist, dass unter diesen sich verändernden Kontextbedingungen auch Bewohner, Bewohnerinnen vermehrt Anstoß aneinander nehmen. Das kann bis zur Gewalt gehen und erfordert, dass Mitarbeiter mehr so dazwischen gehen. Man kann also die Gruppen nicht so alleine lassen, sie müssen recht eng begleitet werden. Ne? Ja. Dann der fünfte Aspekt, der genannt wird, also Pflegende und Mitarbeitende sind der Überzeugung, dass man für diese Arbeit eines gewissen Maßes an grundlegender Empathie bedarf und das kann man nicht wirklich antrainieren, das muss man mitbringen, das kann dann weiterentwickelt werden, aber da gibt es sozusagen etwas, das man mitbringen muss. Und der letzte Aspekt, auch der ist immer wieder wichtig für diesen Kontext. Eine starke, ja, wenn man will, sogar charismatische Leitung, die prägt den Interaktionsstil der Mitarbeitenden untereinander und den Interaktionsstil mit den Mitarbeitenden. Also die Bedeutung einer starken charismatischen Leitung für beide, also für das Zusammenleben der Mitarbeiter untereinander und für das Zusammensein und Zusammenpflegen, ja, ist nicht zu unterschätzen. Das beeinflusst die Pflegekultur sehr nachhaltig. Zusammenfassend kann man also sagen, die Bedeutung der Teamdynamik für eine personenzentrierte Pflege, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Nicht nur sind Pflegende selbst die wichtigste Intervention, sondern in sie muss auch am meisten investiert werden. Ein stabiles Team mit einem geringen Wechsel bildet also die Basis für eine gute Pflegearbeit und die anderen Aspekte, die siedeln sich ermöglichend, erleichternd um diesen konzeptuellen Kern an. Das Design erleichtert dann das soziale Zusammensein, weil man verschiedene Räumlichkeiten hat, weil man Nischen hat, ja, weil man durch dieses räumliche Design Situationen entzerren kann, ne? Und so, dass man also leichter zusammen in Aktivitäten und sozialer Interaktion, da kann man, also hat man mehr Möglichkeiten. Ne? Also die Autoren nennen das nicht so, aber so würde ich das interpretieren, so in meiner Sprache. Es entsteht aus diesem Zusammenhang von Entspannung, Aktivitäten und Interaktion sowas wie ein Alltagsfluss. Ja, also ein Alltagsfluss, eine Struktur, in der jeder und jede so ihren seinen Platz findet. Und dieser Alltagsfluss, dieser Flow, ja, dass es funktioniert, dass Situationen antizipierbar sind, dass man in vielfältigen Aktivitäten zusammen ist, Gefühle und Empfindungen teilt, Beachtung findet, gesehen wird. All dies ist dann ein wesentlicher Bestandteil des Wohlbefindens. Ja, die erwähnten Kontextfaktoren zeigen natürlich auf, dass die Rahmenbedingungen sich verändern und dass man erhebliche Anpassungen vornehmen kann. Ich erinnere da an den Film, den ich vor kurzem mit dem Herrn Rüsing gemacht habe zur frontotemporalen Demenz. Ja, da sieht man, dass sich die Rahmenbedingungen verändern und andere Klienten auf uns zukommen, die in diesem häuslichen Milieu nicht mehr so gut passen. Die Frage ist, wie man das tun kann. Das wird aber jetzt hier in der Studie nicht weiter beschrieben.
Ja, abschließend betont die Autorin den Zusammenhang und den Zusammenklang von Pflegekonzept, Personal- und Teamentwicklung, Milieu und Leitung und Führung. Also das sind so die vier wesentlichen Bausteine, ein bestimmtes Pflegekonzept zu haben. Im Mittelpunkt ist die Personal- und Teamentwicklung, die Milieu. Frage ist sozusagen was Ermöglichendes, Erleichterndes, und das Ganze wird getrieben im Grunde genommen von diesen transformationalen Leitungen, die das Ganze zusammenhalten. Führungsarbeit besteht also darin, und das finde ich eine ziemlich gute Formulierung, den Zusammenhang dieser Faktoren immer wieder so auszurichten, dass es für das Team und die Klienten passt. Also Leitung hat die Aufgabe, einen Kontext herzustellen, in dem sich hochwertige Pflege entwickeln kann. Ob man das so linear bestimmen kann, das beschreiben Sie jetzt nicht, aber Leitung kann bestimmt dazu beitragen, Kontextfaktoren immer wieder so anzupassen, dass ein Team selber eine hohe Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner hat. Ja, soweit mal diese recht interessante Studie, die viel nochmal von dem bestätigt und belegt, was wir eigentlich auch in diesem Feld wissen. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Anmerkungen und Fragen haben. Wir freuen uns immer darüber. Soweit mal für heute. Christian Müller-Hergel, einen guten Tag Ihnen.